grüße euch. Paraguay Live, ich bin der Pitt und wie immer herzliche sonnige Grüße aus dem heißen Paraguay. Das heutige Thema: Paraguay Immobilien kaufen. Wir sprechen über gebrauchte Immobilien, lohnt sich nicht, Neubau, ja oder nein, und die dritte Alternative, Mieten, ja oder nein. Falls euch interessiert, bleibt einfach dran. Vielen Dank für eure Fragen und für eure Unterstützung. Viele Fragen betreffen die Immobilien. Also wie gesagt, fangen wir einfach mit Mieten. Das Mieten, ob sich lohnt oder nicht. Gut, ganz ehrlich gesagt, wir haben ganz am Anfang, oder ich persönlich, ein Haus gemietet. Und dann in dieser Zeit haben wir unser Haus bauen lassen. Einmal mit den Bautrupps und das andere, beziehungsweise Teile, auch mit Architekt. Sodass sicherlich das Mieten schon eine Alternative am Anfang eures Aufenthaltes hier in Paraguay sein kann. Warum? Ganz einfach. Man bezahlt zwar die Miete, aber man nutzt die Möglichkeit, die Gelegenheit, die Sprache zu lernen, die Sitten zu lernen und im Prinzip das Land besser kennenzulernen. Von daher denke ich mir, dass es auf jeden Fall eine gute Alternative sein kann für den Anfang des Aufenthaltes in Paraguay. Die zweite Alternative ist, gebrauchte Immobilien zu erwerben. Viele fragen euch, Pitt, lohnt sich das, lohnt sich nicht? Ich sage mal nochmal eins, also meine persönliche Meinung dazu. Eine gebrauchte Immobilie lohnt sich nur dann zu erwerben, wenn diese natürlich in einem guten Bauzustand ist. Ich zeige euch hier so einen kleinen Ausschnitt, was wir gerade im Verkauf haben oder sehr oft im Verkauf haben, eben gebrauchte Immobilie im guten Zustand. Hierbei handelt es sich um eine wirklich, ich sage mal, um ein Haus im Kolonialstil, was zu verkaufen steht. Also nicht nur dieses Haus, was ich euch gleich zeigen werde, es gibt natürlich auch mehrere Häuser dieser Art und Weise. Aber, wie gesagt, diese sind meistens hoch im Preis. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit oder die Wahl, dass die Grundstücke erste Klasse sind. Also das ist das A und O. Heutzutage, die Grundstücke werden logischerweise auch in Paraguay immer weniger und nicht mehr. Von daher die Leute, wie zum Beispiel in diesem Fall ganz kurz, es handelt sich auch um einen Ausländer, der schon in die Jahre gekommen ist und möchte die Immobilie schnell verkaufen. Der Preis ist top. Die bebaute Fläche beträgt 25 mal 25. Also ich denke, so mein Kopf, da sind ungefähr um die 600 Quadratmeter. Wobei man muss natürlich die Terrasse drumherum auch dazu zählen. Oder es wird einfach dazu zählen. Nichtsdestotrotz ein
wunderbares Objekt, also eine Geldanlage 1A. Die zweite Sache, das Grundstück ist ein Traum. Also wirklich, eine Parkanlage oder parkähnliche Anlage. Das ist einfach hervorragend. Und die dritte Sache, es liegt wirklich ganz nah an Piribebui. Also von daher, sollt ihr Interesse grundsätzlich haben, nicht nur an diesem Haus als Beispiel, sondern auch an anderen gebrauchten Immobilien hier in Paraguay bzw. auch in dem Land, in dem Departamento, wie man auf Spanisch sagt, Cordillera, einfach anrufen per WhatsApp, werde ich euch unten angeben, genauso wie unsere E-Mail. Sonst gebe ich selbstverständlich immer unsere Daten unten in der Beschreibung von diesem und auch von anderen Videos. Einfach draufklicken, drunter, und da öffnet sich das Fenster, wo ihr im Prinzip die ganze ausführliche Beschreibung zu jedem Video bzw. auch die Kontaktdaten sehen könnt. Also nicht vergessen. Einfach am besten per E-Mail anschreiben und dann auf jeden Fall bekommt ihr eine Antwort bzw. auch die konkreten Angebote. Jetzt kommen wir zu der dritten Variante. So, die dritte Variante ist natürlich Neubau. Das ist ganz klar. Also mit Neubau verstehe ich und ihr sicherlich ja auch das Grundstück erwerben, das von mir oft angesprochene Beispiel als Bauherrenmodell. Das heißt also, ihr kauft Grundstück eures Wahls und dann lässt euch das Haus erstellen. Bitte nach Möglichkeit nicht mit Fachleuten wie Friseure, Metzger etc. Also bitte, ihr lacht drüben. Es ist oft passiert auch schon in meinem Leben, dass vor allem, wenn die Deutschen hierher kommen, ja, lassen die Aufträge einfach vergeben an Fachleute, in Anführungszeichen, die vom Bauern natürlich keine Ahnung haben. Beziehungsweise üben andere Berufe aus. Gut, klar, es ist eure Entscheidung, wie auch immer. Aber glaubt mir, kein Paraguayer, also entweder der Paraguayer, der baut selbst, oder die etwas beduchter sind. Wohin gehen die? Na? Ja klar, zu meinen Architekten. Ich denke, es ist normal und logisch. Aber glaub mir, nicht alle tun's. Und dann entstehen natürlich die Probleme, Baumängel etc. etc., was unvermeidlich ist. Aber wie gesagt, das ist euer Geld, eure Entscheidung und euer Leben in Paraguay. Immer werde ich nach den Preisen gefragt. Okay, heutzutage kann ich ja sagen, normal schlüsselfertiges Haus kostet bei einem Neubau zwischen, ich sage jetzt mal, 300 und 600 Euro pro Quadratmeter. Deshalb nur für euch, um eine Idee zu haben, also ich sage mal, ein 100 Quadratmeter großes Haus könnt ihr sowohl, ich sage jetzt mal, für 300.000 Euro als auch für 60.000 Euro beziehungsweise auch nach oben sind die Grenzen offen errichten lassen. Also nur um eine Idee zu haben, und das müsst ihr alle in eurem Budget es berücksichtigen. Bitte, 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 um keine Probleme zu haben, also ich persönlich oder auch das ganze Team von uns möchten zufriedene Kunden haben. Also, falls sie sich oder ihr euch für uns entscheidet, habt ihr auf jeden Fall die Betreuung unseres Teams, und zwar ständige Betreuung. Und das ist auf jeden Fall das A und O. So, in diesem Sinne, ich denke, ich habe eure Fragen damit kurz beantwortet. Falls ihr weitere Fragen habt, natürlich bitte nicht vergessen, unten unter dem Video in den Kommentaren bitte die Fragen stellen, am besten mit dem Hashtag, kennt ihr, mit dem Hashtag.
Hashtag, ich glaube, so spricht man auf Deutsch aus, Hashtag Paraguay Live und dahinter eure Frage. Das erleichtert mir wiederum die Antworten auf eure Frage. Okay? Und wie gesagt, teilt das Video. Vielleicht habt ihr Freunde, Bekannte, die Interesse haben an eventuell Auswanderung nach Paraguay. Wie immer, Likes nach oben und nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr natürlich Interesse über Paraguay, die paraguayische Bauweise und grundsätzlich auch im Allgemeinen über Immobilien in Paraguay braucht. Einfach den Kanal abonnieren, verpasst ihr kein neues Video. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall nicht nur beim nächsten Video, nein, auch persönlich hier in Paraguay. Okay, danke für eure Zeit, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.